Margit Auer. Mein Beruf ist Schriftstellerin. Ich schreibe Bücher. Und zwar habe ich geschrieben und schreibe auch noch weiterhin die Schule der magischen Tiere. Gerade ist ein neuer Band rausgekommen. Bravo, bravissimo. Und mein Hobby ist im Sommer schwimmen. Und was mache ich denn noch gerne? Fahrradfahren, ins Kino gehen, lesen. Welche drei Wörter beschreiben Sie am besten? Oh, das müsste jemand anders über mich sagen. Drei Wörter. Ich bin fröhlich, ich bin nie gelangweilt und immer aufgeschlossen für Neues. Welche drei Wörter beschreiben die Schule der magischen Tiere Bücher am besten? Magisch. Heimelig stimmt nicht, aber sie bieten so ein Gefühl der Geborgenheit. Magisch, heimlich. Jeder möchte in die Wintersteinschule gehen, aber das ist kein Adjektiv, gell? Welche Wörter? Magisch, geheimnisvoll, spannend, witzig, romantisch. Drei Wörter reichen nicht. Warum sind diese Bücher so beliebt und erfolgreich? Hast du eine Idee? Ja, habe ich. Also als ich es mir ausgedacht habe, konnte ich das natürlich nicht ahnen, dass die Bücher so erfolgreich sind. Aber ich glaube, dass meine Leserinnen und Leser sich super gut in diese Geschichten hineinversetzen können, weil die auch so gerne an so eine Schule gehen würden. Und ich glaube, jeder identifiziert sich mit irgendeiner Person. Die 24 Kinder, die es da gibt, der eine denkt sich, ach, ich bin ein bisschen wie der Benny. Und ein Mädchen denkt sich vielleicht ein bisschen, ach, ich bin ein bisschen wie die Miriam oder wie die Ida. Und jeder möchte wissen, wie es weitergeht und welches magische Tier noch dazu kommt. Die magischen Tiere, das war sozusagen so die Würze für diese Geschichten. Und dass die sprechen können, das war ein super Einfall. Dass er dermaßen einschlägt, ist wirklich genial. Jetzt ein kleiner Test. Deine magischen Tierbücher haben ja auch alle einen Untertitel. Du hast 30 Sekunden Zeit, alle Untertitel zu nennen. Die Schule der magischen Tiere, voller Löcher, Licht aus, abgefahren, top oder flop, nass und nasser, voll verknallt. Ich habe einen vergessen, den siebten Teil. Der siebte Teil, welches war denn der siebte Teil? Wo ist Mr. M? Wo ist Mr. M? Dann kommt erst voll verknallt. Nach voll verknallt, also ich habe einen langen Messetag hinter mir, nach voll verknallt, versteinert, kommt dann das mit dem Meerschweinchen hin und weg, ja. Nach den Meerschweinchen kommt voll das Chaos? Nein, wilder, wilder Wald. Wilder, wilder Wald, natürlich mit Silber, dann kommt voll das Chaos und dann bravo, bravissimo. Habe ich es geschafft in 30 Sekunden, aber jede Menge Fehler. Oh weiß no, nicht. Oh no, okay, langer Messetag. Du stellst ja hier auf der Buchmesse heute den 13. Band von Die Schule der magischen Tiere vor. Hast du dir überlegt, Band 13 wegzulassen, weil er Unglück bringen könnte? Der bringt mir bestimmt kein Unglück. Aber die Kinder haben irgendwie gedacht, also irgendwie haben viele Leserinnen und Leser gedacht, nach 12 Bänden ist die Reihe zu Ende. 12 ist anscheinend irgendwie so eine magische Zahl. Ich habe das nie behauptet. Aber da kamen ganz viele Mails und hey, ich hoffe, die Reihe geht noch weiter. Also insofern ist Band 13, ist mir heute schon aus den Händen gerissen worden. Ich habe ganz, ganz viele Bücher schon signiert heute. Der bringt bestimmt genauso viel Glück wie die anderen Bände. Ist der 13. Band besonders magisch, weil er der 13. ist? Ich hoffe, alle meine Bände sind magisch. Diesmal ist ein Junge dran, der ein magisches Tier kriegt. Ich verrate natürlich nicht, wer und auch nicht, welches magische Tier. Ein spannendes Abenteuer. 1000 Sasser, die Band kommt in die Stadt. Aber es ist spannend und witzig wie immer. Was gab dir den Anstoß, die Serie weiterzuschreiben? Es hat ja noch nicht jedes Kind ein magisches Tier. Und ich will die Geschichte natürlich unbedingt zu Ende erzählen. Kannst du uns vielleicht verraten, welches neue magische Tier es in Band 13 gibt? Natürlich, auf keinen Fall, aber gut, netter Versuch. Und welches Kind bekommt im neuen Teil ein magisches Tier? Ha, ein Junge. Wir wissen, es sind noch übrig Matteo, Leonie das Mädchen, und Oliver. Und die Sibylle ist noch übrig. Also, naja, jetzt sind eigentlich nur noch zwei. Oliver oder Matteo. Verrate ich nicht. Kannst du uns deine Lieblingsstelle aus Band 13 verraten? Meine Lieblingsstelle aus Band 13, das ist natürlich die, wo dieser Junge sein magisches Tier bekommt. Mr. Morrison kommt mit dem Klapprad an. Ah. Und dann, das bedeutet,
Es passt in eine Kiste, das Tier. Und dann taucht es in der Wintersteinschule auf. Und Willy Wondraschek versucht erstmal, das Tier zu fangen. Aber dann landet es bei dem Jungen. Also soll das heißen, dass der Omnibus wieder eine Panne hatte? Der mit dem Klapprad ankommt? Jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, warum er mit dem Klapprad ankommt. Ich glaube, einfach wegen aus Umweltschutzgründen. Weil die Strecke ist nicht so lang, da braucht man nicht unbedingt einen Omnibus. Hast du eine Lieblingsfigur in Band 13? In Band 13? Oh ja, da gibt's eine nette Oma. Eine ganz nette Oma, die Oma Annelie. Und da geht's am Anfang gar nicht gut. Und dann geht's ihr aber immer besser. Die mag ich gerne. Gibt es einen Satz aus Band 13, der dir immer wieder einfällt, wenn du an das Buch denkst oder es vorstellst? Bravo, bravissimo. Das ist das, was Tingo immer sagt. Ich muss mich jetzt selber erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Ich habe noch keine einzige Lesung dazu gemacht. Morgen ist meine erste Lesung. Und ich fahre dann auch nach Bonn auf Captain Book, ein großes Festival. Und da muss ich dann erst rausfinden. Wenn ich dann die Geschichte zum ersten Mal so laut vorlese vor Kindern, dann spüre ich erstmal, wo meine Lieblingsstellen sind und was besonders gut ankommt. Also musst du mich dann nochmal fragen. In dem neuen Band geht es ja unter anderem um ein Konzert der Band Tausendsasa. Was war dein erstes Konzert und was ist deine Lieblingsband? Was war mein erstes Konzert? Ich war total engagiert in so einem Jugendzentrum und da haben alle möglichen unbekannten Bands gespielt, die man heute gar nicht mehr so kennt. Ansonsten von den ganz großen Bands war ich bei den Rolling Stones und die waren schon ziemlich cool. Und von denen, was mag ich denn von denen total gerne? Sympathy for the Devil. Wie bist du auf die Idee gekommen vom Band 13? Da denke ich lange drüber nach. Ist nicht so, dass ich den Laptop aufklappe und dann geht es sofort los, sondern ich versuche mich in die Figur, die drankommt, total reinzuversetzen. Was sind die Eigenheiten von dieser Figur? Welches Abenteuer gibt es? Es muss immer so ein Klassenabenteuer geben, wo alle zusammenhalten, im Idealfall auch mal irgendwas schief geht. Das ist in diesem Fall, dass sie eben unbedingt diese Konzertkarten brauchen für das Konzert von Tausendsasa, weil eine Karte kostet 45 Euro. Viel zu teuer. Also sie müssen richtig viel Geld auftreiben und haben verschiedene Ideen, geht von Bankraub bis zu Flohmarktveranstalten. Und und dann bastelt man sich so diese Geschichte zusammen, verschränkt die, versucht dann eben den Jungen nicht aus den Augen zu verlieren, auch die Oma spielt eine Rolle. Und dann muss man gucken, wie das alles so ineinander greift und wie am Schluss sich alles wunderbar auflöst. Denn in meinen Geschichten gibt es ja immer ein Happy End. Hattest oder hast du auch Haustiere, die etwas Besonderes können? Also wir haben einen Kater zu Hause. Das ist der Lorenzo. Der ist zum Glück nicht so hochnäsig wie Karajan. Was kann denn der besonders gut? Der kann nicht mehr besonders gut sehen. Also der hat schon irgendwie so, ein bisschen so einen Schatten auf den Augen und kann sich aber trotzdem total gut orientieren in unserem Haus. Also der rempelt fast nie irgendwo an. Außer ich tue aus Versehen mal die Wäsche irgendwo hinstellen, so mitten rein im Gang, dann boing, rempelt er dagegen. Die Namen der magischen Tiere passen immer perfekt zu der Tierart. Ich finde zum Beispiel Pinky super passend für eine freche Elster. Wie kommst du auf die Namen der Tiere? Da denke ich ganz lange drüber nach. Da mache ich Listen mit Namen und überlege, wie könnten die heißen. Wie Eltern, die ein Baby kriegen, also die machen auch Namenslisten und dann sehen sie das Baby und sagen, ja, die muss Emma heißen oder so. Und so ähnlich geht es mir auch. Also es kann auch manchmal sein, dass ich die Geschichte schon anfange und ich weiß noch gar nicht, wie das Tier heißt. Beim Hündchen Toffi war es so. Also am Anfang habe ich dann nur XX reingeschrieben, Hund dadadam. Dann hieß er mal eine Weile Wasti. Dann dachte ich mir aber, nee, passt doch nicht so richtig und jetzt auch ein bisschen zu bayerisch. Das Freche war schon so drin und dieses Verspielte. Und irgendwann dachte ich einfach, Toffi ist perfekt und habe es dann hingeschrieben und als es dann drin stand, wusste ich, passt super. Aber jetzt auch Rick, das Krokodil, der ist halt so cool oder aus Amerika. Rick ist irgendwie so ein cooler Name. Und die Henrietta ist alt und gemütlich. Ja, so macht man seine Listen und sucht sich dann den besten aus. Gibt es einen bestimmten Ort, wo du deine Bücher schreibst? Ich gehe sehr gerne in eine Bibliothek zum Schreiben. Ich wohne in einer Stadt, wo es eine Uni gibt und da gibt es auch eine schöne große Bibliothek mit vielen Schreibtischen. Und da habe ich richtig schön Ruhe und da kann ich mich gut in meine Geschichte reinversetzen. Wenn du als Kind auch ein magisches Tier gehabt hättest, über was würdet ihr als erstes reden? Über was würden wir als erstes reden? Ich hatte als Kind oder besser als Jugendlicher ziemlich Stress mit meinen Eltern und ich glaube, da hätte vielleicht ein magisches Tier ein bisschen helfen können. Welcher deiner Bände ist dein Lieblingsband und warum?
Ich mag wahnsinnig gern Licht aus, weil da mein Lieblingsthema spielt, die Eugenia, die Fledermaus, mit dem lustigen Sprachfehlerich. Die spricht ja immer so lustigerich, die hängt hinten immer das Icherich so dran. Und das ist kurioserweise das erste Tier, das ich mir ausgedacht habe. Dass es später Teil 3 geworden ist, ist kurios und liegt daran, dass ich eigentlich nur mit einer Geschichte mich vorgestellt habe beim Carlsen Verlag. Und die sind dann erst auf die Idee gekommen, man könnte eine Reihe draus machen. Und dann haben wir erstmal angefangen zu planen, wie geht die Reihe los und wer kriegt als erstes sein magisches Tier. Und dann kam erst die Ida und Rabat und Benny und die Henriette. Aber der Grundstock für die Geschichte, der war Eddie und Eugenia. Gibt es im echten Leben jemanden, der für dich eine ähnliche Rolle wie ein magisches Tier hat? Also ich hoffe, dass das eigentlich jeder hat. Also es muss jetzt vielleicht nicht immer sein, der immer an einer Seite steht. Das könnte vielleicht auch manchmal ein bisschen stressig sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Murphy den Eisbären immer neben mir. Ups, so leist dann lieber Eugenia die Fledermaus. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jeden haben, dem wir unsere Sorgen erzählen können. Und das ist auch von mir so eine Botschaft an meine Leser, dass ich sage, wenn du Kummer hast, wenn dich irgendwas bedrückt, jedes Kind muss ja dauernd irgendwelche Herausforderungen bestehen. Beim Sack, da haben sich die Eltern getrennt und er kann überhaupt nicht damit umgehen. Ein anderes Mädchen, die Finja, hat total Heimweh. Und dann sollte man halt jemanden haben, mit dem man diese Sorgen teilen kann. Weil wenn man dann dieses Heimweh so in sich reinfrisst oder eben der Zack, der wird dann total aggressiv und zerhaut diese Bastelarbeit, dieses Herz und so. Es wäre besser, er hätte sich vielleicht gleich mit jemandem zusammengetan und das Herz ausgeschüttet. Dann kommt man besser durchs Leben und ich hoffe, dass wir alle da jemanden haben, einen guten Freund, eine gute Freundin, vielleicht einen Bruder, eine Schwester oder wer auch immer da an der Seite ist und dass einem der hilft, so wie ein magisches Tier. Steht hinter den Tieren, die in deinen Büchern vorkommen, Personen, die aus deinem Umfeld sind? Nee, kommen gar nicht. Aber du hast schon recht, das ist eigentlich für mich, es sind klar Tiere, aber für mich sind es eigentlich wirklich Charaktere. Also ich sehe jetzt den Juri gar nicht unbedingt als Pinguin, sondern ich sehe den Juri wirklich als den besten Kumpel vom Jo. Und also auch wie ein menschliches Wesen fast und denkt man den als Charakter. Also ich denke jetzt gar nicht so unbedingt so an diese Eigenschaften, die ein Pinguin hat, mit dem Tauchen und mit dem Schwimmen und so. Schon auch, natürlich, das spielt mit rein. Aber ich stelle mir eigentlich wirklich wie ein Freund vor. Deine Bücher haben wunderschöne Cover und Illustrationen. Wie erstellt ihr die Buchillustrationen? Und darfst du damit bestimmen, weil du ja sicher selbst Ideen hast, wie die Kinder der Winterscheinschule aussehen? Das überlasse ich dann Nina Dulek. Nina Dulek ist eine super Künstlerin, die ganz tolle Illustrationen macht und sie hat auch ihren ganz eigenen Stil und da mische ich mich gar nicht groß ein. Ganz am Anfang habe ich noch die ersten Skizzen vorgelegt bekommen und dann war ich eigentlich auch ein bisschen ratlos, weil ich hatte in dem Moment meine Geschichten ja schon seit 2 Jahren im Kopf, so lange hatte ich schon an dem Thema gearbeitet und dann kommt die Illustratorin und zeichnet die und die hat wieder ihre eigenen Geschichten im Kopf, also ihre eigenen Bilder im Kopf. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich lasse sie einfach machen, es ist ihr Ding, die Illustrationen, ich schreibe die Geschichten, sie macht die Bilder dazu, weil so geht es ja jedem von uns. Also ich glaube, jeder von uns stellt sich auch die Miss Conn vielleicht ein kleines bisschen anders vor oder die Annalena oder so. Also man hat da so seine eigenen Geschichten, die man auch so im Kopf so weiterspinnt und deswegen darf das die Illustratorin auch so machen, die darf das so interpretieren, wie sie meint. Ich meine, natürlich muss sie sich schon an meine Regeln halten. Wenn eine Person lang und dünn ist, darf sie die nicht klein und dick zeichnen. Also da muss man natürlich aufpassen. Aber das machen dann auch die Lektorinnen beim Verlag, die auch eben so gucken, welche Illustrationen brauchen sie, wo wird es gut aussehen, auf welcher Seite. Die machen auch diese ganze tolle Gestaltung, dass manchmal Seiten komplett schwarz sind oder mal so Wellen, wenn es ums Wasser geht, einfach so Wellen auf einmal auf den Seiten so auftauchen. Da denken auch die Grafikerinnen beim Carlsen Verlag ganz super drüber nach. Und ich bin damit beschäftigt, meine Geschichten zu schreiben. Wie viele Bände haben Sie noch vor, weiterzuschreiben? Ja, also viele Kinder fehlen nicht mehr. Vielleicht fällt mir noch der ein oder andere Schlenker ein. Ja, kann ich mich jetzt fast schwer festlegen. 16, 17, vielleicht 18. Aber jetzt mache ich erstmal Band 13 und plane so in den Kopf schon so die nächste Geschichte, Band 14. Aber dann wird es irgendwann mal ausgehen. Welche Frage wurde dir noch nie gestellt? Und du wunderst dich eigentlich, dass diese Frage dir noch nie gestellt wurde. Welche Frage? Also was mir zum Beispiel immer gestellt wird, ist, wie alt bist du? Das finde ich immer kurios.
Welche Frage wurde mir noch nie gestellt? Ach, gibt bestimmt ganz viele Fragen, die mir noch nie gestellt worden sind. Aber es gibt ja bestimmt noch ganz viele Interviews und ganz viele so aufgeweckte Kinderreporter wie ihr. Denen fällt dann vielleicht mal eine Frage ein, die mir noch nie gestellt worden ist. Manche erwachsene Reporter, also nicht ihr, die stellen auch ganz doofe Fragen. Zum Beispiel mal, es ist ja gerade Regierungskrise in Berlin. Bei was könnten die magischen Tiere den Politikern helfen? Wo ich mal denke, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Blöde Frage. Eure sind besser. Sie haben gesagt, Ihnen wurde häufig die Frage gestellt, wie alt Sie sind. Weißt du, was ich da mache? Ich mit Gegenfrage, weil dann fange ich immer an zu stutzen und erzähle, wann ich geboren bin. Ich bin 1967 geboren und hatte in diesem Jahr schon Geburtstag. Und jetzt frage ich euch, wie alt bin ich? Meine Mutter ist 38 und die ist 84 geboren. 54? Nein. Die ist doch jünger als meine Mutter. Ciao, deswegen mag ich diese Frage so gern. Deswegen mag ich diese Frage so gern. Super, super, vielen Dank für diese Antwort. Deine Kollegin war näher dran. Ich bin tatsächlich schon 55 und wenn ich das dann sage, dann sagt immer irgendjemand, boah, du schaust voll jung aus. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Siehst du? Ich habe mir gedacht, die andere Antwort kommt. Was ist Ihr Lieblingstier? Esel. Ich hätte so gern einen Esel. Und ich mag die auch total gern. Ich finde die so hübsch und auch ein bisschen störrisch und mag die total. Okay. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere Hörerinnen und Hörer der Südpolschau auf 92.4 grüßen, und zwar mit deinem Namen und dem Buchtitel? Hallöchen, liebe Hörerinnen von der Südpolshow. Ich freue mich, dass ihr diese Sendung hört. Hoffe, ihr habt viel Spaß an der Musik und an diesem Interview. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Bravo Bravissimo. Ciao, Tschüssikowski. Perfekt, vielen Dank. Ich danke euch. Habt ihr super gemacht. Genau, wisst ihr was? Wenn ihr fertig seid, dann frage ich euch noch, welches magisches Tier hättet ihr denn gern von Mr. Morrison? Ich hätte, glaube ich, gerne einen Fisch, der also nicht im Goldfischglas leben müsste. Und der würde Tom heißen. Okay. Also ich hätte gerne einen Elefant, aber in Handtaschengröße. Also so ein kleiner, süßer Elefant. Weil ich habe einmal in einem Fantasy-Film so einen Elefant gesehen. Und es war richtig, richtig süß. Und ich glaube, das würde ich mir auch wünschen. Sie überfordern Sie mich. Ich glaube, ich hätte gerne einen Drachen, den man auf Handtaschengröße schrumpfen kann, aber der sich am Ende auch groß machen kann, wenn ihn keiner sieht, damit man da so nach Hause fliegen könnte. Ich würde ihn gerne beiladen. Oh, alles klar. Cool, coole Ideen. Aber ich meine, deine Idee war noch die am nächsten an meinen Geschichten ist, weil ich habe ja gar keine Fantasy-Tiere. Also bei mir können die Tiere nicht schrumpfen oder so, sondern sind schon ganz normale Fische.